Willkommen zurück bei Drakensang. Ich denke, unser nächstes Ziel wird sowohl Jäger Kautzenstein als auch der Kalkopf sein. Also laufen wir am besten schon mal gemütlich hier zur Straße nach dem Kartennorden, der aber, wenn wir die Beschreibung im Spiel gehört haben, nicht ganz der geografische Norden sein dürfte. Aber das ist uns, glaube ich, an der Stelle auch mal relativ egal. Hey ihr, seht euch vor. Im Dunkelwald ist es nicht sicher. Wildtiere und Räuber treiben sich dort rum. Danke für die Warnung, aber wir werden schon zurechtkommen. Schließlich steht ihr einem gut ausgebildeten Zwerg und einer Amazone gegenüber. Und wie man auch wieder sieht, der Rechner versucht auch regelmäßig uns mit Autosaves zu unterstützen. Schön eine weitere Einbeere gefunden. Aber das sieht nicht gut aus, was dort der Kauzenstein macht. Anscheinend befindet er sich gerade im Kampf mit dem Wolf. Da sollten wir, glaube ich, am besten mal Unterstützung geben. Was kann ich für euch tun? Er kann uns was beibringen, er kann uns was verkaufen. Dann schauen wir mal, was uns lehren kann. Bogenbau besitze ich, Wildnisleben, Fallenstellen. Tierkunde, Speere ist unwichtig. Bogen ist für ihn unwichtig. Gezielter Schuss können alle schon. Ich stehe in eurer Schuld. Was kann ich für euch tun? Was kann uns verkaufen? Ein Jägerhut für 3 Silberlinge wäre eine Variante, aber ich glaube nicht ganz nötig. Jagdpfeile, Kurzbogen, Holzfäller-Axt wäre auch noch eine Variante. Hatten wenig weniger Malus im Angriff als meine Spitzhacke, aber ist nicht wirklich viel besser als die Spitzhacke. Macht halt auch 2 W6 Schaden, aber naja, da ist die Spitzhacke hier nicht viel schlechter. Vor allem habe ich hier 5 Grundschaden und dazu ein W6 Schaden. Ich denke, da bleibe ich lieber erstmal bei der Spitzhacke und schnapp mir dann später irgendwann eine bessere Axt. Und wie ja vorhin schon gesagt, kann man mit Tierkunde entsprechend die Tiere noch ausnehmen, so dass man zum Beispiel ein Wolfsfell und ein paar Seelen noch findet. Aber der Wirt hatte ja, glaube ich, auch gesagt, dass unser lieber Ich Jäger stehe in eurer Schuld. Kautzenstein Was kann ich irgendwelche für euch Probleme tun? hätte. Gibt es irgendwas, womit ich euch behilflich sein könnte? Ja, das könntet ihr. Ein Wolfsrudel führt, angeführt von der Schneeweiß-Wölfin, wächst derzeit viel zu stark. Die Steuer der Anführerin lässt das Rudel meine Fallen meiden. Und um direkt gegen sie zu kämpfen, sind es zu viele. Ihr könntet mir helfen, indem ihr die Alpha-Wölfin erlegt und mir ihr Fell bringt. Also habt ihr ein Wolfsproblem. Nicht nur, außerdem ein wild gewordener Bär, da bereits Reisende anfiel. Bislang könnte ich Ihnen nicht
erstellen, aber ich konnte seine Fährte bis zu einer Höhle am großen See zurückverfolgen. Wenn ihn erlegt, wäre Abis treu um eine Gefahr ärmer. Bringt mir seinen Kopf als Zeichen des Erfolgs. Also kümmern wir uns um beide Probleme. Dann schauen wir uns aber erst einmal hier ein klein wenig um das Jägerslager um, ob wir hier vielleicht direkt noch ein bisschen Krams einsammeln können. Aber im Großen und Ganzen sollten wir halt schauen, dass wir so grob uns in die Richtung vom Kahlkopf bewegen, um den erstmal uns um das Diadem zu kümmern. Da oben sind schon mal ein paar Wölfe. Da können wir uns gleich nochmal an den beiden zu schaffen machen. Oft genug bietet es sich an, halt mit mehreren Charakteren auf einen zu gehen, um diesen möglichst schnell aus dem Gefecht zu haben. Man muss halt immer ein bisschen schauen, wie es gerade am geschicktesten ist, die Stärken auszuspielen. Die Alternative dazu besteht halt darin, sozusagen wenigstens einen Charakter als Kampfgegner für einen Gegner zu wählen, so dass man dann halt ausreichend viele Paraden für jeden Gegner bereithält. Aber da muss man dann halt so ein bisschen Feingefühl entwickeln, wie man da, denke ich, am geschicktesten den Ausgleich findet zwischen möglichst schnellen Beseitigen einzelner Gegner und der Parade. Hier vorne sind in Rot zwei Wildschweine aufgelistet, die wir dann auch, glaube ich, mal schnell beseitigen können. Die beißen auch ganz ordentlich zu. Ulana hat dadurch gerade einen Stufenaufstieg bekommen. Und mir hat das Wildschwein gerade eine Wunde zugefügt, die natürlich ganz böse für meine Gewandtheit ist. Und dafür natürlich auch für meine Angriffswürfe. Daher sollte ich jetzt erstmal versuchen, wenn ich nochmal schaue, was meine Fähigkeiten mir gerade noch ermöglichen. Gut, Heilkunde ist gerade auf Maximum, die Waffenfähigkeiten sind auch immer noch auf Maximum bei mir. Aber Ulana kann theoretisch, hätte sie gerade genug Steigerungspunkte, ihre Waffenfertigkeiten erhöhen. Ich sag mal, sie kann immerhin auch ihre Heilkunde Gift erstmal ein klein wenig steigern. Ja, mein Hauptcharakter sich mal verbindet, um dann halt die Verletzung loszuwerden. Einmal fehlgeschlagen. Nochmal fehlgeschlagen. Das übliche Problem. So. Jetzt habe ich auch keinen Mali mehr. Und natürlich auch, wie es sich gehört, für den Verband eine gewisse Zeit eine leichte Wundenheilung.
oben sind schon wieder zwei Feinde. Zwei Kahlkopfräuber. Kahlkopfräuber klingen doch danach, als ob sie gleich einen auf den Kopf möchten. Ich schnapp ja den mit der Axt und der und Rolana schnappt sich den anderen. Rolana hat gerade einen schönen Schlag erlitten, aber immerhin keine Verletzung davon getragen. Und die beiden Gegner sind damit beseitigt. Der eine hat einen Knüppel dabei, der andere hatte nichts Verwertbares dabei und da ist noch eine Truhe. Oh, ein Entermesser. Das klingt doch nett. Beil, Skraja, Flachmann, Schnupftabakdose. Irgendwas an zweihändigen Waffen. Nein, einhändiges Beil. Ein Entermesser und ein Skraja. Ein Skraja ist halt eine Torwalsche Axt. Sie ist an sich nicht gerade schlecht. Und das Intermesser ist halt effektiv ein recht netter Säbel. Und das ist zumindest besser als das Haumesser, was Rolana nutzt. Außerdem sieht es deutlich netter aus. Durch die große Parierstange, oder eher gesagt, durch den großen Korb, der als Parierstange dient. So dass man dann halt auch schon mal ein bisschen schöner aussieht beim Kämpfen. Und natürlich ein klein wenig mehr Schaden noch gerichtet. Aber wir wollten ja den Kahlkopf weiter erkunden. Ein bisschen auf Räuberjagd zu gehen. Und da sind schon ein paar Räuber. Ich habe euch das Diadem beschafft. Nun gebt mir euer Ehrenwort, dass ihr Salina nichts antun werdet. Das Diadem. Gut. Sehr gut. Deine Geliebte muss in Fexens Gunst stehen, denn mit dem Diadem erlischt auch mein Interesse an ihr. Zu schade, dass die Gunst deines Gottes für heute erschöpft scheint. Tötet ihn! Das ist also Drano, den Salina sucht, nur relativ unschön ist, dass er getötet werden soll, was natürlich unpraktisch ist, wenn wir unserer ehrenwerten Salina ihn vorbeibringen sollen. Dann schnappen wir uns halt auch wieder Gegner, dann ist es wenigstens ausgeglichen. Und helfe ich dran nochmal mit seinem anderen Gegner. Ha!
Das war knapp. Fast hätten sie mich zu Boron geschickt. Allerdings, ihr müsst Draenor sein. Salina sucht euch schon sehnsüchtig. Salina, oh, bei Raya und Fex. Ich muss zurück. Bestimmt wird sie mich verfluchen. Ich muss zu ihr. So wart doch, wir können gemeinsam dorthin. Ich hätte euch ein Angebot zu machen. Ein Angebot? Um was geht es denn? Nun, einen verwegenen Burschen wie euch könnte ich gut als Reisegesellschaft gebrauchen. Wollt ihr nicht mit mir nach Ferdok kommen? Ich wäre nicht abgeneigt. Aber was springt dabei für mich raus? Ich habe euch gerade das Leben gerettet. Reicht das nicht für den Anfang? Da habt ihr auch wieder recht. Also gut, ich komme mit. Hört sich auf jeden Fall lukrativer an, als mit diesem einfältigen Runkel im Herz ziehen. Und so haben wir schon unser drittes Gruppenmitglied. Dann plündern wir nochmal schnell hier ein paar Leichen. Die Wurfmesser können wir schon an Draenor weiterreichen. Der seinen Degen in die Hand nehmen kann. An sich keine schlechte Waffe, leider leichter Malus in der Verteidigung. Draenor selbst ist Stufe 3. Alle mal hergehört. Und naja. Schauen wir mal, was wir hier vielleicht noch erbeuten können. Da Draenor ein Streuner ist, kann er natürlich auch jetzt schön für uns verschlossene Türen öffnen. Dort ist eine verschlossene Truhe. Misslungen. Man sieht hier jetzt einen Counter zittrige Hände ablaufen. Der führt halt dazu, dass kurzzeitig, wenn es gleich nochmal schief gehen sollte, kann man es normalerweise ganz gut sehen, dass man 10 Punkte Malus auf Schlösser knacken, während dieser läuft, bekommt. Da ist Schlösserknacken dann immer so ein klein wenig eine zeitraubende Aktivität. Da man ja, wie man hier sieht, gemütlich, wie es sich für ein Rollenspiel gehört, Fähigkeitswürfe gegen die Truhe machen muss. Und wir natürlich auch nicht aufgeben wollen, bis wir die Truhe geplündert haben. Aber damit es jetzt nicht so lange dauert, werde ich mal kurz unterbrechen, bis sie offen ist. So. Jetzt ist sie offen. Ein paar Armschienen und Lederstiefel. Hier hinten sehe ich noch ein paar Fässer rumliegen. Ja, ich. Und natürlich sollten wir auch noch schauen, ob wir noch irgendwo Krams von unseren lieben Freunden hier sehen. Denn wie gesagt, alles was wir hier finden können, ist bares Geld, wenn wir es verkaufen.
und lässt sich in eine wertvolle Ausrüstung umtauschen. Ich sag mal, speziell bei den älteren Teilen, da war es halt speziell zu Anfang, aber auch im späteren Verlauf immer wieder sehr wichtig, einiges an Dukaten auf dem Konto zu haben, um dann das nächste wundersame Item sich zu kaufen. Und laufen wir erstmal auf dieser Seite des Düsterwaldes entlang und schauen mal, was es hier gibt. Dort sind mal wieder ein paar Wildschweine. Na du Wildschwein, du möchtest doch angegriffen werden. Und da kommt gleich ein zweites. Natürlich wie immer plündern und gerben. Und dort ist dann auch noch anschließend ein Wulmandblatt. Ja, manchmal ist auch die Bildabfrage nicht perfekt, aber was wollen wir uns drüber aufregen? Da vorne sieht es nach etlichen an Gegnern aus. Das ist gut. Das hilft uns alles dabei, stärker zu werden für die späteren Level. Oder sozusagen späteren Regionen. Denn jedes bisschen Erfahrung bringt weitere Stärke. Hier sind seltsame Feuerfliegen-Eier. Da sind natürlich lauter Feuerfliegen drin, die wir auch schön besiegen können gegen Erfahrungspunkte, die uns natürlich auch Steigerungspunkte einbringen. Ja, die Kampfanimationen sind, wie man es ja von 2008 kennt, meist nicht ganz so weltbewegend, aber an sich okay. Natürlich sollte man auch nicht vergessen, dann die Leichen der Feuerfliegen zu plündern, denn dort sind Giftzähne versteckt, die man zum einen für alchemistische Zwecke gebrauchen kann, zum anderen natürlich auch verkaufen kann, wenn man nicht plant, alchemistisch tätig zu werden. Und wie gesagt, alles was Geld bringt, ist uns ja recht. Wo es auch wieder gut ist, dass wir ein Zwergen spielen, die ja bekanntlich so ein wenig goldgierig sind. Da liegt eine Leiche. Rief an einen Freund um einen Schlüssel zur Schatzsuche.
Da ist ein Schlüsselschatzsucher. Und hier ist der Brief an einen Freund. Lesen. Mein gut alter Freund, folge den Anweisungen auf diesem Pergament und du wirst die versprochene Entlohnung für deine treuen Dienste finden. Begib dich zuerst nach Avestreu, einem kleinen Ort vor Ferdok, und suche dort den Aveschrein auf. Von dort führt dich ein Weg über die Brücke bis hin zu einem See. Am Wasser angekommen, schreitest du am Fuß des Kalkkopfes entlang, immer weiter in Richtung des mächtigen Wasserfalls. Hinter dem üppigen Grün verborgen wirst du finden, wofür ich dir den Schlüssel gebe. Oh, das ist sogar der Weg, auf den wir gekommen sind. Dann schauen wir doch mal. Hier ist zumindest einiges an Grün. Und zumindest da sind auch noch ein paar Feuerfliegen. Oh, da ist noch ein Nest. Okay, das waren wir hier schon wieder die Feuerfliegen. Und dort drin liegt eine Truhe. Eine Goldkette, ein Silberring und gut 3 Dukaten Geld. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Nur unser lieber Verstorbener scheint wohl nicht damit gerechnet zu haben, dass sich hier ein paar Feuerfliegen umgenistet haben. Wobei, das Problem können wir ja ganz schnell endgültig beseitigen, indem wir einfach hier sämtliche Feuerfliegen beseitigen. Und da vorne haben wir doch schon den nächsten Keiler. Und wieder plündern und gerben. Das ist ein Wille Güllmund. Und hier ist eine Höhle, wo ja, glaube ich, der Bär sein sollte, laut dem Förster. Da haben wir noch eine Kiste mit der Pechfackel. Die drücken wir am besten mal Rulana in die Hand.
damit sie auch ein bisschen was sehen kann. Und betreten dann den alten Stollen. Eine Tür. Also sollten wir mal hier runterschauen. Ohne Falle. Hat mich direkt verletzt und umgeworfen. Natürlich unschön. Folgt mir! Also mal wieder heilen. Interessanter alter Stollen. Wir hätten aber mal ein bisschen die Büsche zurückschneiden können. Oh, ein paar Wolfsratten. Dann schneiden wir erstmal der Wolfsratte den Schwanz ab und dann schneiden wir sie noch ein bisschen weiter. Hier geht der Gang nicht mehr weiter und folgen wir hier dem Gang. Keine Menschenseele. Bloß diese stehenden Steine ab und an. Merkwürdig. Steine. Nichts als Steine. Ein gescheiter Kampf wäre mir lieber. Ja, hier gibt es seltsame stehende Steine. Eine verschlossene Truhe. Das ist doch garantiert mal wieder eine Aufgabe für Drano. Wie viele Fähigkeitspunkte? 11. Reicht das schon, um Schlösserknapp zu steigern? Nein. Also, mache ich mal kurz eine Pause, bis ich es geöffnet habe.